Erstmal wunderschönen guten Morgen, hallihallo, herzlich willkommen alle zurück beim Battle Brothers Let's Play. Das geht vor allem ein bisschen an die YouTube-Leute. Ich bin hier gerade live auf Twitch, twitch.tv/battleband.tv. Und wir müssen mal, ich muss mal kurz reinkommen, weil ich spiele immer nur Samstag und Sonntag. Ich bin also ein bisschen raus aus meinem Spielstand. Genau, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, diese Controlled by Goblin, ich glaube, die Ambition werde ich aufgeben. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. But it will also leave your man disappointed in you as a leader. Are you sure you want to cancel? Okay, da gibt es schlechte Laune, wenn ich das mache. Aber ich habe das Gefühl, die Ambition ist shit. Weil wir ständig mit Orks zu tun haben. Wir müssen halt irgendwie, wir müssen hier in die Wildnis gehen. Also, ja gut, also, okay. Ziel? Ging gerade um was für ein Ziel wir haben. Ziel wäre, Ressourcen an Essen, also ein bisschen Ressourcen hier aufzubauen oder mal in die Wildnis zu gehen, um unsere Ambition zu fulfillen. So, würde ich sagen. Außerdem, schon drei gefunden und meine Late-Game-Crisis beendet. Ja, ich habe schon gesehen, dass du ein Stückchen weiter bist. Außerdem, wie geht's mit unseren Leutchen? Hier können wir, glaube ich, ein bisschen mehr aufteilen. Du bist ein ganz guter... Ja. Wie viel hast denn du Defense ohne Schild? Du hast 15 Melee Defense ohne Schild und kriegst ganz gute Melee Skill. Inzwischen habe ich ein bisschen was gelernt. Weil ich gucke ja weiter Hand of Blood Let's Play von Battle Brothers, weil er ein bisschen anders spielt als ich, mit seinem Lone Wolf und so ein Scheiß. Und ich weiß inzwischen, dass das 2 Sterne Melee Skill bedeutet, wir kriegen einfach immer plus 3. Also, anstatt 1 bis 3. Also die Sterne, nur der dritte Stern erhöht wirklich das Maximum, was du rollen kannst. Das wusste ich vorher nicht. Ja. Also der kann ganz gut tanken. Hat auch ein bisschen was in HP. Initiative hat er halt nicht so viel. Hat halt Resolve dafür. Also von daher wird er wohl keinen Dodge kriegen. Von daher wird er eher ein Brawny Battleforge Tank. Ist so ein Drittel an einer Ruine mit 19 Necro-Servants drauf. Du hast 19 Necro-Servants angegriffen. Du bist völlig irre. So weit bin ich noch lange nicht. Also Sir Turlux ist ein ganz guter Dude. Der hat auch 60. Hat deswegen einen Speer. Ansonsten hat er ganz gut HP. Und hat nicht so... Also bei dem brauchen wir noch deutlich... Bei Exedia brauchen wir deutlich mehr Fatigue, wenn wir hier irgendwie mit Battleforge rangehen wollen, weil... Ja. Xandr Thousand Cuts. Also ihr seid noch ein bisschen hin. Du brauchst aber auch auf jeden Fall mehr Fatigue. Ich habe... Also hier habe ich einen 70er, hier habe ich einen 70er. 64, der Level 6 ist. 64. Stimmt, der aber auch werfen kann halbwegs. Also meine Melee-Skills sind eigentlich ziemlich nice von auf den Leuten so. Hier habe ich einen 75er, der erst Level 7 ist, der gleich Level-Up hat. Ich möchte sich überlegen, ob ich bei ein paar noch hier Gifted nehme, dass ich nochmal einfach Stats rollen kann, nochmal extra oben drauf kriegen, weil du kriegst ja kein Level-Up. Du kriegst einfach noch einen vollen Stat-Roll oben drauf. Was ich schon ziemlich nice finde. Playing the Manhunter Origin, you're indebted, get the perk point refunded at the 7th character level. Everything can be learned if you put your mind to it. At the 11th character level, you gain an additional perk point and this perk becomes inert. Niemanden mehr anzuwerben, der nicht mindestens in einem wichtigen Bereich 3 Sterne hat. Wobei 3 Sterne halt, wie gesagt, gar nicht so wichtig ist eigentlich, aber du bist halt, wenn du mit der Late Game Crisis drüber bist, hast du auch ganz andere Dinge zu tun als ich. Bin immer noch am überlegen, ob der nicht dann doch irgendwann mal Battleforged werden müsste eigentlich mit dem Reskill. Weil dann da braucht er auch keinen Polearm mehr und wahrscheinlich auch keinen Backstabber mehr. Weil der kriegt unglaublich viel Melee-Skill immer noch, Sacred. Und hat eigentlich, könnte richtig hohe Fatigue kriegen. Nein, nicht überall, Xan. Der dritte Sterne Melee-Skill gibt dir 3 bis 4er Rolls. Statt ohne Sterne 1 bis 3, 2 Sterne immer 3. Und der dritte Stern gibt dir, dass du 4 rollen kannst überhaupt. Und mindestens 3 rollst. Also es ist nicht immer so. Je nach Skill sind die Sterne oder sind die Rolls
Basis-Rolls schon unterschiedlich und entsprechend die Sterne verändern das auch. Und es gibt auch nicht 6 maximal, es gibt normalerweise 5 maximal. Der dritte Stern erhöht das Maximum um 1 und der zweite Stern sorgt meistens dafür, dass du von deinem Basis-Rollbereich immer das Maximum kriegst. Und der dritte Stern macht dann halt das Maximum um 1 hoch und lässt aber sonst alles gleich. An vielen Stellen. Von daher. Genau. Wir hatten Gift, Antigift geholt. Weil bei Initiative zum Beispiel, glaube ich, oder bei Fatigue, der Basisbereich bis 5 geht. Deswegen. Ich glaube, bei Fatigue geht der Basisbereich bis 5. Du kannst es doch im Wiki angucken. Battle Brothers Wiki. Mach das mal mit an. So. Skills? Ach ne, Talents ist es, glaube ich. Talent, Balance. Da. So. Bei Fatigue ist der Basisbereich mit 2 bis 4. 2 Sterne ist es auf jeden Fall 4. Der dritte Stern macht 4 bis 5. Initiative ist es 3 bis 5. Der dritte Stern macht, dass es bis 6 geht. Und bei Meliske ist es 1 bis 3, 3, 3 bis 4. Range Defense kann man einfacher rollen als Melee Defense zum Beispiel. Hast im Durchschnitt immer einen Punkt mehr in Range Defense als in Melee Defense. Also eigentlich denke ich, sind 2 Sterne das, was man haben will, damit die halt einen garantierten Wert haben. Damit das nicht vom RNG abhängt, dann ist es halt nämlich sicher, was er da immer kriegt. Und ich glaube, der dritte Stern ist in vielen Fällen einfach Bonus. Meiner Einschätzung nach, aber vielleicht siehst du das anders. Jedenfalls, es war halt Thema in Hand of Bloods Let's Play. Hat er auch Tipps von Zuschauern bekommen. Mit 82 Range Defense, ja. Wenn du irgendwie Dodge und Nimble und so nimmst und dann noch ein Schild gibst, dann ist es einfach nur insane, was die für Defenses kriegen. Wenn du es gut skillst. Genau, gibt es ein paar Leute, die wir ersetzen wollen würden? Wir haben noch Xelis Wildman. Der hat, glaube ich, ja. Er hat halt viel HP. Sonst hat er aber auch nichts. Also theoretisch könnte man den mal irgendwann ersetzen. Sono würde ich. Also Sono ist auch relativ neu gewesen, ne? Milizia, der sieht ziemlich gut aus. Und für die Results auch nicht übel. Ja, das ist okay, aber. 49, also für mich ist es ja eher so, sind die anderen Stats okay und dann ist noch das Reset, das Resolve für mich so. Ich hatte noch nie Resolve-Probleme, seitdem ich hier den habe. Unseren Bannerlord Jawn. Und der hat ja noch nicht mal hier die 25% obendrauf, weil der halt 76 Resolve hat, also 7 Resolve an die Leute abgibt in seiner Umgebung obendrauf. Also, wenn ihr das hier noch kriegt, geht er, glaube ich, fast über die 90 Resolve und gibt damit ja immer 10% ab durch den Banner. Also. Gibt den anderen 10% seines eigenen Resolves obendrauf. In der Nähe. Das ist ein. Also, seitdem wir den halt dabei haben, ist es schon sehr, sehr nice. Und wenn die Leute nochmal schlecht gehen sollte, haben wir noch Rally the Troops, um die Leute wieder ranzuholen. Also. Der ist fine. Fearsome. Make them scared and flee. Any attack that inflicts at least 1 point of damage to hit points triggers a moral check to the opponent. With a penalty equal to 20% of your resolve, minus 10. As opposed to with no penalty and only if at or above 15 points of damage. Ja, da wird der auf jeden Fall schon mal fearsome kriegen, würde ich mal behaupten, weil der hittet ja auch ganz okay. Und der könnte dann eigentlich auch fearsome kriegen. Weil der hittet halt auch mal mit Backstabber und Berserk und so und dem hohen Melee-Skill hittet er ziemlich oft von hinten rein. Und macht mit seinem Stufe 3 Hook hier. Whole Arm, ordentlich Damage. Ja gut, aber ich mache maximal 2 Attacks pro Runde. Also ich mache nicht viele. Mit nur einer Attack pro Runde lohnt sich nicht allzu viel. Achso, andersrum, ich muss häufiger attacken. Ja, aber dafür ist halt der. Also zumindest auf meinem Bannerlord ist halt der.
die Penalty riesig. 20% des Resolves, das ist, wenn er dann über die 90 kommt, irgendwie 15 Punkte Resolve-Abzug, die die Gegner kriegen bei dem Check. Also. Und so viel Damage machen wir halt irgendwann mit dem Polearm nicht mehr. Finde ich. Ja, aktuell von 8. Ja, ist richtig. Durch 5. Ja, wie aktuell. Es kommt doch nicht hin. Wenn wir bei 90 Resolve sind, bei 100, es wäre 20% 20 Punkte. Achso, minus 10 noch, ne? Ja, das hätte ich vielleicht noch mit reinnehmen sollen. Na gut, ist vielleicht doch nicht mehr so. Doch nicht so cool, wie ich dachte. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Die Frage ist, wenn wir gute Leute erwischen, weil wir haben ja jetzt das maximale Aufstellgebot von 12 Mann erreicht. Ich will also nicht ewig Leute in die Reserve stacken, wobei das vielleicht gar nicht so unschlau wäre, irgendwann mal Reserve-Leute zu haben. Aber das ist immer, glaube ich, noch nicht. Ich könnte Xeli ersetzen, wenn wir jemanden kriegen, der trotzdem ganz gut tanken kann. Der zum Beispiel einen besseren Melee-Skill hat. Das wäre ganz okay. Oder halt einen besseren Melee-Defense. Mit ein bisschen HP. Oder halt, wobei Nimble braucht. Ach doch, Nimble braucht HP, vergessen wir das. Würde ich behalten wollen. Du hast einen sehr hohen Hitwert. Mit dem Schwert triffst du sau zuverlässig. Bei dir könnte man dann auch Fearsome nehmen, um den Moralcheck zu holen. Es geht also eher darum, wenn das so ein schlechter Abzug ist, mehr Moralchecks zu erwirken. Genau, du hast außerdem ja sowieso noch Overwhelm. Du wirst also sowieso schon viel attacken. Eigentlich müsste Overwhelm und Fearsome zusammen übel eklig sein. Falls sie nicht wegrennen, treffen sie trotzdem nicht. Also du machst damit die Hitchance ja, wenn sie dann negative Moralchecks kriegen und noch nicht laufen, trotzdem sau weit runter. Du hast minus 30% Hitpoints, du hast trotzdem 63 Hitpoints, obwohl du 30% abgezogen kriegst. Das ist halt so hart. Ja, der wäre so schön, wenn er das nicht hätte. Ja, das Problem ist, haben wir glaube ich mit Sacred auch, mit seinen Melee Defense, Range Defense. Und Initiative hat er auch. Oh Gott, die Initiative sehe ich ja jetzt erst. Ach du Scheiße. Aber er hittet halt gut. Keine Ahnung. Ja, in der Backline geht's halt noch und er hat halt sehr, sehr viel Hitchance, Medi-Skill. Ich will ihn nicht. Klar will ich ihn irgendwann retiren, aber ich glaube, das ist jetzt schon arschteuer. Ich müsste ja 850 bezahlen, um ihn zu retiren, der ist ewig dabei. Das ist einer der ersten Charaktere gewesen, die ich angeheuert habe. Aktuell finde ich ihn noch sehr nützlich. Und erst unsere Karawanenhandschuhe, muss ich auch noch mal gucken. Wildman, Noble, Brawler, Apprentice. Das ist eigentlich ein Hunter, ne? Da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich glaube, hier hätte ich tatsächlich eher den Range-Skill weiter hochziehen sollen, als für die 2-Sterne Melee-Skill zu gehen. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Inzwischen ist er an einem Punkt angekommen, wo Melee-Skill auch nützlich ist. Das ist noch unser Companion. Das ist ein Thief. Militia. Karawanenhand. Okay, wir haben 2 Karawanenhände. Weil da gibt es ja wohl irgendwie ein Event, was ganz nett ist. Genau. Du hast noch keinen Dodge, dafür hast du Pathfinder. Während du keinen Pathfinder hast, aber dafür Dodge. Ein Adrenalin auf Level auf der ersten Stufe. Dann mach das, Maxan. Mach mal Veteran Economy, dann ist nämlich alles noch ein bisschen teurer und schwerer an Geld zu kommen. Hate for Undead, genau. Moment, Hate for Undead heißt, er hat mehr Resolve. Okay. Ja, und der kann halt nie confident sein, was ein bisschen blöd ist. Also, ja. Wir könnten einen Backliner brauchen, der irgendwann Sacred ersetzt, weil Sacred wird mehr über kurz oder lang sterben, weil er ewig spät dran ist und keine Verteidigung hat. Ja, würde ich auch sagen, Xan. Ich glaube, du kannst dir das leisten, auf Veteran weiter nochmal zu spielen. Genau. Achso, und theoretisch halt den Frontliner gegen Felix.
Also, er hat zwar ganz nette Werte, Felix, aber der hat jetzt nicht den übel krassen irgendwas. Und hat halt minus 30% HP. Könnte also auch sein, dass er über kurz oder lang stirbt. Also der Colossus-Perk ist halt sogar weg. Sogar noch weniger Punkte jetzt. Genau. Ja. Ja. Okay, dann machen wir mal jetzt weiter. Also ein paar Leute anheuern. Oh, along the road. News travel fast with a bit of religious bearing. The Oracle has been taken by Northern Crusaders. Also ich glaube, ich habe den als Late Game Crisis, warum auch immer ich den bei Tag 89 habe schon. Kommen wir hier eigentlich später? Habe ich, glaube ich, den Heiligen Krieg. Das ist aber noch das nächste. Also irgendwie Süden gegen Norden bekämpfen sich. Und ich glaube, Süden gegen Norden ist hier die Grenze tatsächlich. Dammwald versus, also hier die, wie heißen die Häuser? Haus Gotha gegen Haus Winterhall bekämpfen sich, glaube ich, schon. Along the road, you find a row of corpses in the sand. Upon close inspection, find they are all 1000 women and what looks like a man could possibly be on a vizier's council. All their heads have been removed and placed upon their backs. The eyes facing their buttocks. You are not sure what any of this means, but no doubt it is a result of internal queries within the vizier's own ranks. There's nothing of value to take, so you have... Okay. War never changes. Bei Tag 70 angefangen, okay, das finde ich sehr früh. Also, na, ich gucke ja gerade Hand of Blood und der ist bei Tag 130 und dann der Late Game Crisis fängt jetzt langsam an. Das ist halt... Okay, hier kann man nichts tun, bei Nacht, wenn ich denken können. Oh. Das ist natürlich bitter. Haben wir eigentlich noch irgendwas, was wir verkaufen wollen, großartig? Das meiste davon sind, glaube ich, Reserve-Sachen. Wir haben relativ viele Helme, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen würden. Theoretisch. Das ist sogar besser als die Padded Leather. Die Leather Lamell Armor. Hooked Blade. Ja, wir haben von allem noch so ein bisschen was. Ich glaube, den Helm bräuchten wir eigentlich nicht. Ja. Und Hexenhaar haben wir noch. Gelbstadt. Was gibt's in Gelbstadt? Irgendwas für. Also kaufen, dies mit den Farben ist irgendwie ein schlechter Trade-Deal hier in der ganzen Welt. Echt Probleme mit gehabt. Growth Pearls. Ein Taxi der Mist gibt's hier nicht, ne? Hier gibt's nur einen Tempel. Will heal in 1-5 days. Will heal in 1-3 days. Ach, der hat nochmal minus Initiative. Guck mal, deswegen hat er 17 Initiative tatsächlich. Weil der noch einen kaputten Muskel hat. Das ist aber okay. Minus 5 Fatigue Recovery per Turn. Das ist eher ein Problem. Ich glaube, ich lieber das bezahlen, weil der auch ein Frontliner ist und Fatigue braucht. But a certain amount of days need to have passed in a campaign as well as a minimum rust determined by average level and number of men. Ah, ja gut, er hat halt Lone Wolf gespielt und da wahrscheinlich ewig keine Number of Men gehabt. Kann durchaus sein. Ja. Ich glaube, Leute will ich jetzt gar nicht rekrutieren erstmal, auch wenn ich gesagt habe, ne, ich weiß, dass ich vorhin was anderes gesagt habe. Aber ich brauche auf jeden Fall bessere Rüstung. 115, 190er Rüstung. Ja, aber das sind halt 2800 direkt weg. Ne, wir wollen die Goblin Ambition machen. Wir brauchen das Geld, um dann unsere Leute zu bezahlen, während wir irgendwo am Arsch der Welt sind. Auf nach Erzfeste. Ich habe ja einen Drill Sergeant. Ach so, Moment. Du meinst hier oben, ne? Was macht denn der Drill Sergeant? Dass die weniger... Moment, Drill Sergeant. Make your man gain more experience level 1. Makes man in reserve never lose mood from not taking part in battles. Damit man die in der Reserve sich erholen lassen kann? Und die nicht sauer werden darüber? Oder weswegen meinst du? Wir haben nicht mal gekämpft auf der Mission. Ja, das Feste ist now well supplied. Ist hier unten was Gutes? Nee, nichts Gutes. 225 für Tools ist ganz geil.
Für eine Stadt zumindest. Noch 2 Tage Ressourcen. 8 Tage. 11 Tage. Huch. 4 Tage Ressourcen. Du hältst 8 Tage. Sind eigentlich Ressourcen gleich viel Nahrung wert? Ja, also 25 Nahrung mal wert jeweils, ne? Ja, ein bisschen Bier holen wir uns auch noch. Das müssen nicht schon nach 3 bis 4 Kämpfen dissatisfied. Meinst du, weil du, wenn du sie in Reserve hast? Also sonst ja nicht. So, hier gibt's einen Noble Contract. Compensation, receive 300 crowns in advance, 300 crowns per head, bring back and I pay you for up to 30 heads. Achso, das ist hier patrouillieren. Okay, accept your patrol to road to Westhaus, Tannheim und Erzfeste. Westernholz ist gleich hier direkt oben, Tannheim ist glaube ich, Moment. Westernholz ist direkt hier, dann sollen wir nach Tannheim, dann sollen wir zurück nach Erzfeste, ne, war der Auftrag. Es ist eigentlich voll okay. Accept this contract. Ja. Let's go. Und wir müssen halt Leute töten, sonst kriegen wir kein Geld. Also das Pre-Ding. Wir müssen jetzt im Zweifel Leute jagen. Was habt denn ihr hier? Habt ihr 226 für Holz? Das ist glaube ich okayisch. Das ist nicht gut. Weil sie hat geradet worden und Disappearing Villagers haben. Oh! Light Padding Replacement. Reduces an armor penalty to maximum fatigue by 20%. Das ist voll gut, oder? Living Tree Shield. Minus 12. Regenerates itself by 20% of durability each turn. What? Das ist voll gut. Also wenn die Gegner nicht extra darauf gehen, stirbt dir das Schild nie in einem Kampf weg. Wie viel hatten unsere Schilde an minus 14? Das ist also auf Heater Shield Niveau. Ich glaube sogar besser, ne, als Heater Shield. Yes, das hat 2 weniger Fatigue, hat mehr Range Defense als ein Heater Shield, die gleiche Melee Defense wie ein Heater Shield. Ja, das ist einfach nur besser als ein Heater Shield und regeneriert sich. Und hat verbraucht weniger Fatigue. Hätte ich gerne. So, jetzt kann ich aber leider... Moment, wo ist das andere hin? No! Das sind halt die Sachen, die wir schon hergestellt haben. Okay. Hier, du hast doch noch so ein komisches Schild. Xan, du kriegst jetzt das gute Schild. Wo ist es hin? Da, hat einen Wert von 1000 übrigens. So, Xan kriegt jetzt unser Living Tree Schild. Kann ich das eigentlich bemalen? Ja, Light Padding kann ich jetzt nicht mehr. Da brauchst du aber anscheinend auch den Schrat-Ding. So. Und das Holz wollte ich mitnehmen für 226. Lindwurmschilde? Ja, hab ich keine Ahnung. Ich konnte das Lindwurmzeug ja leider nicht so gut looten, als ich die platt gemacht habe. Im zweiten habe ich keine Knochen oder was du dafür brauchst gekriegt. Aber ich finde hier nicht mal Gegner. Also bis jetzt ist es einfach nur ein, wir laufen mal alles ab, damit die Leute... Ah! 11 Brigands. Poachers, Marksmen und Raiders. Die haben wenig Frontline. Engage. Ah, das ist bei Nacht. Aber das ist eigentlich gut, wenn die so viele Range-Dudes haben, dass wir jetzt bei Nacht da rangehen. Ich warte mal kurz. Oh, ja, hallo. Hallo, 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 hallo. Oh. Du bist gefährdet. Ihr beiden seid gefährlich mit den Zweihand-Shit-Sachen. Wir machen mal kurz B an, weil wir sonst fast nichts sehen. Was hier irgendwie... Okay, hier ist alles geblockt. Wenn sie nicht hier unten rumkommen, ist hier super hart durchzukommen für sie. Rotfeder hatte eine 27er, 37er Melee-Defense. Ich glaube, das ist die ist auf der besseren Seite. Kann ich mich hier hinstellen, glaube ich. Ich werde hier hochlaufen müssen.
Weil ich glaube, ich kann hier eigentlich so bleiben und dann ein bisschen hier die Ranges, die ich habe. Wir werden auf jeden Fall uns nach oben verlegen müssen. 42 ist halt Nighttime. Oh, nice. Oh, nice. Das finde ich gut. Ja, du musst. Zono, du bist einer unserer Level 1er, ne? Ich wollte mal nicht. Ja, du bist unser Level 1. Ich wollte mir im Zweifel nur erstmal dabei haben. Kannst mal versuchen, hinten rumzulaufen. Xan. Zoro, I guess. Ich glaube, nächste Runde könnten sie rankommen. Deswegen verteidige ich immer da vorne. Sotilux. Macht das gleiche. So, das könnt ihr euch aussuchen, ob er in die Spiro reinläuft oder ob er gegen die Leute geht, die. Die dann, ja. Sich die zurückschlagen. Oh no! Na gut, das geht auch. Sehr schön, ist die große Axt schon mal weg. Da kann also. Mit Schilde wegschlagen wird es deutlich schwieriger. Finde ich eine gute Option. So, 22 ist halt, achso, weil der noch geschützt ist. Wir müssen noch eins weiter, oder? 48. Yes, der hat direkt schon eine Verletzung. The Pierced Hand sollte Melee-Skill reduzieren, das ist sehr, sehr geil. Ey, die werfen die Schweine. Aua! Na gut, da unten habe ich jetzt keinen, der irgendwie blockt hat. 33, 48. Nice. Dem geht's nicht so gut. X. Dann gehen wir nochmal hier den Step runter und pieksen den. Schade. Ricky, du musst hier mit nach oben dich irgendwie bewegen. Dammit. Irgendwie kostet Nachladen mich neuerdings ein AP mehr. Hat mich ein bisschen irritiert. Okay, 3 reicht nicht, um da hochzugehen. Da du jetzt dran stehst, musst du die Waffe wechseln. Schade. Wir werden hier nach vorne steppen wollen, denke ich mal. Damit du nicht mehr schießt. Ah, Moment. Heavy Crossbow kostet mehr beim Nachladen. Wait. Wo habe ich den? Steht da dann irgendwo? Das requires almost a full turn to reload. Steht bei allen dabei. But requires almost a full turn to reload. Steht überall dabei. Ne, hier steht nicht Bats, sondern hier steht nur Requires almost a full turn to reload. Okay. Das ist nicht so erkenntlich im Kaufen. Du wartest mal, dass wir vielleicht noch einen Step ran machen können, wenn wir uns hier gemoved haben. Ne, Moment, hier ist jemand dran. Schalten wir den erstmal auf, fertig. Hier kann man nämlich noch rangehen und nochmal. Oh, 83 wieder Sotilux, ey. Sotilux, das geht aber besser. Wir stellen uns noch drumherum, damit der Backstabber-Perk hier mehr grippt. Du musst in 2. Du kannst dich, glaube ich, nicht angreifen. Oh, da ist ja noch einer. Shit. Den habe ich nicht gesehen, dass da noch 2 kommen. Du bist Ricky. Ricky the Rick. Ja gut, kann ich mich nicht mehr bewegen. Also du kannst hier noch rein. Kannst den angreifen mit 65, 90. Bam. Yes. Ah, Sonix, ey, der hat schon ein paar Hits. Die er kann. Aua. 72, komm schon. Sehr schön, Rotfeder hat ihn schon gekillt. Au. Oh,
diese zweihändigen Hämmer, Alter. Die tun richtig weh. Die tun richtig weh, ey. Oh, das. Ne, Brigand Raider. Ich dachte gerade, wäre ein Brigand Leader dabei, aber ist es nicht. Es könnte ein Problem werden, dass wir an zweihändigen Hämmern dran stehen. Und denen es noch gut geht. 70. Da will ich erstmal jemanden töten hier. Sehr schön. Kann ich nämlich sowieso nochmal. 83. Ein 78er Roll verkackt. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Machen wir mal den Hammer da oben platt. Exposed Rips Double Grip. Er hat keine Ausdauer mehr, Xan. Scheiße. Bin ich, dass Xan stirbt. Damn it. Xani Boy. Also ich brauche 4. Wenn ich dann 2 laufe, bin ich auf 3. Ne, Laufen kostet mehr. Mein Laufen kostet auf ihm mehr. Warum kostet denn Laufen hier mehr? Ah, weil es Forest ist. Das ist das Problem. Habe ich einen Named Helm gefunden? Okay. Ja, das habe ich jetzt auch gerade realisiert mit dem Weilwald. Ich kann auch meinen eigenen hier treffen, wenn ich Pech habe. Du musst das erstmal warten. So, und dann gehst du einen Step nach unten, damit unser Ben dann noch schießen kann. So. Servus. Hör mal auf, meine Leute zu pieksen. Oh, da kommt einer von unten. No! Ja, von hier aus komme ich an niemanden ran, ne? Ich muss hier hinlaufen. Von hier aus kann ich aber Leute pieksen. 80, 75. Pieks. Ja, ich will nicht, dass du an meine Boys ranläufst. So, mit dir steppen wir mal hier ran. Gib ihm auf die Nase. Viel Spaß beim Wäsche machen, Xan. Ist das Gegenlicht hier irgendwie ein bisschen doof? So direkt gegen mich. Das sehe ich echt wenig, was hier eigentlich abgeht. So, Sono geht darum. Der rennt schon weg, finde ich gerade sehr gut. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir haben hier keinen Gegner mehr, an den wir rankommen. Deswegen laufen wir hier unten rum. 95. Yes! Der zweite Hammer-Dude ist down. 83. Yes! Ah, Sacred, ey. Was will ich nur ordentlich tun? Scheint weniger Leute töten. Die rennen alle weg. Rennen wirklich alle weg. Geh du mal hier hinten hin, damit der nicht ganz so wegrennen kann. Die Sau! Hat auch nicht getroffen. Nicht so gut das. Nicht so gut das. Ich krieg mal aber noch, oder? Ja, Rotpferd darf sich hier noch hinsetzen. Geben wir hier mal unten Support. Sehr gut. Hallo. Kopf. Yes! Ricky einfach in den Kopf. Weg damit. Dann können wir uns auch mitten reinstellen. Noch ein bisschen Leute aufschneiden.
Schneide sie auf. Wir brauchen ja die Köpfe. Wir brauchen die Köpfe fürs Monies. Nee, nee. Also, hier wird gerundowned. Run them down. Ob ich mit dir noch irgendwas krieg? Warte es mal kurz. Hallo. Bleiben Sie gefälligst hier, habe ich gesagt. Oh, ich wollte eigentlich unten rumlaufen. Hat nicht so gut funktioniert. Stell ich mal lieber nicht in den Weg, die Leute hier. Du kannst vorne. Du bist relativ nah dran. Haben wir denn mit Pathfinder? Der könnte auf jeden Fall einholen. Ich glaube, Pathfinder haben nur unsere Ranges, ne? Ah, egal. Hat funktioniert. Sehr schön, wir haben Level-Ups. Fractured Hand ist ein bisschen blöd für Xeli. Und Fractured Rib ist auch shit. Aber ansonsten ist es alles ziemlich glimpflich verlaufen. Ein 105er Helm, 110er Rüstung. Ja, das hat so die Basisausstattung aktuell. Deggo, wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Has now safe routes. Geh mal kurz einen aus, weil wir gerade einen Kampf gewonnen haben. So, jetzt müssen wir zurück. Wir haben 11 gemacht und kriegen 62, kriegen wir irgendwie 700 aktuell schon. Für den Kampf, für die, das Patrouillieren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich will nochmal kurz. Ich hab doch auch Holz, Idiot. Wenn ihr jetzt safe Handelsstraßen habt, solltet ihr doch. Es, buying items for more, selling items for more. Ugh. Ugh. 278 ist leider, das ist viel zu teuer für den ganzen Kram. Noch irgendwas anderes hier unten? Nichts Spannendes. Müssen wir kurz gucken. Ich hatte doch jetzt ein paar Sachen bekommen, die kaputt waren. Ob ich davon was reparieren will, den. Ups. Das war die falsche Taste. Das würde ich reparieren wollen. Die glaube ich nicht. Das würde ich reparieren wollen. Die anderen Sachen glaube ich eher nicht. Oder doch, der Scamax ist einiges wert tatsächlich. Der ist mit 69% noch. Dann soll man den auch reparieren. Let's go. Ich hoffe, ihr hattet alles eine wunderschöne Woche. Und jetzt sind wir alle wieder happy am Battle Brothers spielen. Also Deggo natürlich auch an dich, ne? Ich hoffe, du hattest eine tolle Woche, hast jetzt ein schönes Wochenende. Kannst dich ein bisschen entspannen. Auf nach Erzfest zurück. Da gab es zumindest ein bisschen Kohle. So. Irr! Ihr wollt kein Holz haben. Ihr wollt definitiv kein Holz haben. Du hast einen Zeitplan für die nächsten 24 Monate bekommen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Um einen Zeitplan für 24 Monate zu kriegen? So, wir haben jetzt wieder keinen. Na, ihr seid well supplied, deswegen. Immer noch. Kostet alles ein bisschen mehr. Vom Arzt, ach so. Ah, und was sagt der Arzt Xan? Wenn du drüber reden willst. Ich dachte von der Arbeit, dachte mir so. Okay. Ist aber lang. So, für 24 Monate zu kriegen. Was habt ihr hier? Talk Business. Badgering me again. They say there are goblins camping at a place. Oh, goblins. Won't come cheap. 2000. Okay. Ruined Hut north of Westernholz. Da ich nicht genau weiß, wie stark Goblins sind, speichere ich mal lieber kurz vorher. Nicht, dass mir das wieder den Spielstand so ein bisschen ruiniert, aber das ist eigentlich ziemlich cool, weil wir sollen ja eh Goblins machen. Jungen CT mit anschließender Besprechung beim behandelnden Arzt und alle 3 Monate Thorax-MRT. Das tut mir leid, dass das so ist, wie es ist. Geh das mal dahin.
Essen sollten wir genug haben. Wir müssen, glaube ich, aber noch mal kurz noch. Achso, erstmal. Scheiße. Kommen wir noch an am Tag? Hier war doch ein. Armorer Tavern, Training Hall. Nee, war das nicht. Fuck. Wir hatten doch irgendwo einen Tempel. Tavern, Fletcher. Tempel ist da drüben. Wir müssen erstmal kurz nach Tannheim um den Tempel. Es tut mir trotzdem leid. Also nur, weil es mich nicht betrifft. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon Weichen. Finde ich das trotzdem doof, dass es dir so geht, wie es dir geht. Und ich glaube, so Behandlungen sind immer ein bisschen eklig. Also meine Vermutung. Wir wollen mal kurz campen. Denn wir wollen hier im Tempel mal unsere Fractured Hand und unsere Fractured Ribs behandeln lassen. So, jetzt können wir hier hochreisen. Damit wir die schneller heilen. Brigands. Marksman und Many Brigand Raiders. Ihr seid mir gerade echt in Sturm im Auge. Wisst ihr das? Geht weg. Ich habe eigentlich einen Movement Speed Bonus auf jedem Terrain. Und daher sollte ich eigentlich weglaufen können. War einer der Gründe, warum ich es genommen habe. Damit ich da immer ganz entspannt sagen kann: Okay, tschüss. Ihr könnt mich mal. Some Ambushers, some Skirmishers. Die Ambushers sind die Rangies und some Goblin Skirmishers ist, glaube ich, auch nicht so krass viel. Hört sich eigentlich ganz gut an. Könnten wir. Frage ist, wie geht's unseren Leuten? Achso, wir sollen die Level-Ups natürlich alle machen. Plus 2 ist ganz gut, plus 3 ist ganz nett. Du hast noch keine großen Sachen. Du hast viel HP und wir brauchen auf jeden Fall Fatigue. Habe ich gesagt, damit wir mehr Sachen tragen können. Ja. Also hier hat er Max-Roll gekriegt und hier auch einen mittleren und hier halt nochmal. Der Fatigue ist sogar shit. Wir hatten es doch vorhin offen. Fatigue ist 2 bis 4. Hm. Ohne Stern. Na gut, er hat auch mittleren gekriegt. Das ist auch okay. So, und er kann auch einen Perk kriegen. Berserk will ich, glaube ich, nicht. Headhunter. Ich glaube, ihn wollte ich auf Battleforged gehen, damit er weniger Rüstungsdamage kriegt und länger überlebt. Oh, ich habe irgendwann noch Brawny. Vielleicht nehme ich erstmal Brawny. Ja, wobei Battleforged mehr bringt. Also kriegt er halt aktiv weniger Damage. Würde ich sagen. Wie ist denn dein Level up? Plus 3. Nochmal bei 2. Also bei 2 Sternen gibt es immer plus 3. Die Defense brauchen wir, glaube ich, nicht mehr leveln. AP. Moment. Er hat Initiative und beide Defense-Abzug. Die brauchen wir eigentlich nicht leveln. Tja, HP dann wahrscheinlich. Oder Fatigue brauchen wir halt nicht. Bei Initiative hat er ja auch Abzug. Brauchen wir auch nicht leveln. Dann HP, I guess. Dann halt noch Resolve. So. Was kriegt er jetzt für ein Perk? Fearsome, Duelist, Weapon and go for the weak spot. With the offhand free, occurring a throwable weapon. Addition of any damage ignores armor. Nee. Killing Frenzy, a kill increases damage by 25% for 2 turns, does not stack, but another kill reset the timer. Mehr Damage wäre auf ihm ganz geil. Vor allem, weil er ja Berserk hat. Und daher würde ich, glaube ich, Killing Frenzy auf ihm nehmen wollen. Einfach nur für den extra Damage. Dass er noch mehr weglatzen kann. So, war mit Bände Hero. Plus 4. Plus 4. Ich glaube, ein bisschen mehr Resolve wäre schon schön. Auch wenn er plus 5 Resolve so oder so hat. Oder halt doch mehr Fatigue, damit er ein bisschen mehr Rüstung tragen kann. Oder 4 HP. Ich glaube, ich nehme die für HP, damit er hoffentlich noch ein bisschen länger lebt. So, wenn wir jetzt einen
einen Rangy haben. Ein Armbrust-Rangy, das 4 ist, glaube ich, nicht so gut. Da wäre eher ein Bogen-Rangy tatsächlich besser, was wir uns noch überlegen könnten, wenn wir einen guten Bogen finden, die müssen wir mal auszutauschen. Wobei ich Armbrust mehr mag, weil es besser durch die Armor geht. Weil halt mehr Damage durch die Armor triggert. Duelist, Killing Frenzy. Braucht man Killing Frenzy im Prinzip auf allem? Moment mal, Nimble. Wäre nicht Nimble für den insgesamt ganz gut? Wobei der hat halt 0 Melee Defense. Achso, weil das nicht zählt mit den Initiativen. Wir hätten immer Initiative leveln, so weil er Dodge hat. Aber nicht so smart. Ach, Bows und Zweihandwaffen. Die Armbrust ist eine Zweihandwaffe. Ja, die Frage ist, was geben wir ihm denn? Gebe ich ihm dann einfach die Dagger Mastery, damit er Leute niederdeckern kann? Aber das mache ich auch fast nie. Lone Wolf, da müsste sehr weit wegstehen von allem. Oder halt Quick Hands für den Wechsel. Ne, ich glaube, Gifted wollte ich ihm geben, damit er nochmal rollen kann einfach. Ich glaube, Gifted ist eine gute Option. Damit er einfach noch einen höheren Ranged Set kriegt und noch besser trifft. Ja, ich möchte Gifted haben. Krieg ich nämlich nochmal plus 4. Dann wollten wir Initiative Level mit 5. Machen wir mal plus 3 Melee. Range Defense würde schlechter getroffen werden auf Range, wenn wir nicht weggesniped werden. War, glaube ich, so die Idee dahinter. Genau. Hört sich eigentlich ganz passabel an. Ja. Du bist ja erst. Level 5 ist 3500, Level 8 ist 7000. Holy shit. Level 5 ist einfach die Hälfte. Also, wenn du Level 6 wirst, hast du die Hälfte der XP von Level 8. Also für Level 8 erreichen. So, unsere Leute haben auch keine Verletzungen mehr. Das ist sehr, sehr gut. Sie haben sehr, sehr gut geheilt. Wir haben jetzt noch ein bisschen HP-Damage. Hier genau noch ein. Hier halt 10. Ich würde es trotzdem gerne probieren wollen. Ich will nicht so viel Zeit verschwenden. Denke ich. Ich denke, ich will nicht so viel Zeit verschwenden. Muss auf Xan ein bisschen aufpassen, weil der verletzt ist, würde ich sagen. Da es immer nur Sam sind, denke ich, ist es okay, da auch am Tag anzugreifen. Sonst hätte ich, glaube ich, die Nacht gemacht. Vielleicht hätte ich doch lieber Nacht machen sollen. Mal sehen, wie gut sie treffen. Achso, ich hätte Gegengift mitnehmen sollen. Das ist nicht smart. Gegen Goblins. Ich habe ja doch noch 3 Gegengifte und ich habe sie nicht eingesteckt. Die machen ja seltener Blutungen, eher Gift. Ja, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, indem man, wo es losging. Dass die Gift nutzen. Dass man da ein bisschen reinpreschen muss in die, weil die einen sonst aufhalten. Ja, die Nahkämpfer, die machen Blutung. What? Ist halt nicht mal in Range gelaufen. Ach, scheiße. Die haben sogar direkt meinen Ben getroffen, der eigentlich eine, was hat der? 38er Range Defense hat. Ach Mann, und ich kann doch nicht mal schießen auf die. Warum hat der Heavy Crossbow weniger Reichweite? What? Ah, Minus Vision. Ah, das Gift macht Minus Vision. Okay. Das ist natürlich ein Problem. 37, 47. Goblin Skirmish, warum darf ich den einen so schlecht? Da ist nicht mal was am Weg. Rotfeder muss da ran. Uah. Felix muss da ran. Und du musst dahinter. Ricky muss die mit übernehmen. Er hat also bearmte Schilde. Armed with a shield. Wow.
So, und du versuchst mal unten rumzulaufen, Sono. Und Xan wahrscheinlich am besten. Xan, wartet mal kurz. So, Tilux, du versuchst mal oben hinzugehen. Zusammen mit Xili, würde ich sagen. Sacred gibt auch Stoff und geht hier mit rein. Die haben echt gewartet, die Schweine. No! Nicht einnetzen. Einnetzen ist fies. Dann geht Ben mal mit hier hin. Und du gehst noch einen Schritt ran. Xan geht damit hin, um zu helfen. Ich könnte raussteppen, das ist ja ekelhaft. Das sind schon zwei Leute. Oh, shit. Ich treffe sogar die Schweine. Ja, jetzt auf Leute schießen, die eingenetzt sind, ist echt eklig. Oh, puh, abgewehrt. Also, meine Fresse. 53, 63, Impale, let's go. Ja. Ich habe 67 geholt. Ja, geil. 63, 68. Warum habe ich denn hier mehr? Achso, Armed with a Shield. So. 44, auf dem Kopf. Oder halt nicht auf dem Kopf. Ricky! Yo! Ricky, haut rein, ey. 45. Schade. Du hilfst mal. Dann. Schade. Du bist aber als erstes dran, deine nächste Runde. Hallo. Jawohl. Aufschneiden hier. Sehr schön, direkt befreit. Nice, nice, nice. Ah, du hast keine AP mehr. Dass das auch Action Points klaut, wenn du vergiftet bist, ist so übel. Du hilfst dem nächsten. Und schneidest ihn auf. Finde ich eine gute Option. Und du stirbst. Yes. Und du auch. Yes. Geil. Ja. Die Frontline bewegt sich aber nicht mehr, von daher können wir das auch beenden. Und du hast eine Wurfwaffe, ne? Dann gehen wir hier hin, damit du nicht mehr schießen kannst. Schade. Also bis jetzt machen die auch keine Blutung. Bis jetzt haben sie nur Gift gemacht als Stat. Als Statuseffekt. No, Xan wurde getroffen. Au! Au! Glaub's hackt! 47, 37. An den komme ich halt ran, an die im Zweifel nicht. Ich warte mal kurz. Ja. Muss man euch hinterher rennen hier. Schade. Er ist dran, du bist dran. So, du kannst den schon mal festhalten. Und du gehst an den ran. Und war das ein Moment? Ja, wir können dann vielleicht mit noch mehr zustechen. Schade. Da pieksen wir mal die Goblins kaputt. Geboot, geboot, geboot. Hier kann ich noch attacken. Also wir kommen, glaube ich, nicht mehr an jemanden ran, deswegen habe ich jetzt einfach attackt. Schade. Dammit. Keine Ausdauer mehr für irgendwas. No! 88er Roll.
Oder besser gesagt 88 gerollt. Au! Hinter zwei Leuten, einen davon mit einem Schild. Das ist absolute Frechheit. Sag mal so, im Nahkampf sind die eigentlich nicht so stark, die Jungs, ne? Jedoch. Du kannst hier beide erwischen. Sehr schön, Rotfeder, damit die nicht mehr schießen können. Finde ich das eine gute Variante. Sehr schön, Sonix macht den nächsten platt. Wir brauchen 4 AP zum Wechseln, ne? Ja. 4 AP zum Wechseln. Alter, Ricky haut hier aber rein in der Runde. Er trifft ja alles. Ja. John nicht. John hat 68. Und unser Ricky Mickey? Suchen gerade. 64. Ja gut, das ist gar nicht mehr so ein Unterschied. Du wartest mal kurz. Ah, hier kommen noch ein paar Leute ran. Du gehst mal da weiter helfen. Und du läufst dann weiter durch. Sehr schön. Hallo. Oh, es stehen natürlich keine mehr vor ihm. Vor unserem Sacred. War vielleicht nicht optimal, aber die können ja nicht mehr. Können ja keine Ranged Attacks machen. Das ist okay. Dann ist das okayisch. 41. Step 4 können wir noch. 46. Schade, Sonix. Schade, schade. X. 54. Schade. Er ist dran, du bist dran. Benjuschka, stell's mir hier hinter vor. Du hast keine Nahkampfwaffe, ich Vollidiot. Hallo. Du hast keinen Bock mehr, finde ich gut. Kann ich auch verstehen, wenn deine Leute einfach niedergeschnetzelt werden die ganze Zeit. Hallo. Du bist der letzte Mann. Oder der letzte Goblin in dem Fall. Guten Tag, hier ist ein Sono. Bäm. Nice. Ja, das hat auch wieder funktioniert. Sono ist ein Level Up. Oh, Salz. Eben den komischen Goblin-Bögen und Schilden. Und den komischen Jacked Pike. 50 bis 70 ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Und das hier. 40 bis 70. Ah, ein bisschen besser als Chance to Hit plus 5%. Hat aber Fatigue 12. Ach, das ist ein bisschen besser als die Stufe 2. Das ist die Stufe 2 Polearm der Menschen. Also hier ist die Hookblade. Zumindest, ich habe alles mitgenommen. Ja gut, das Schild brauche ich jetzt wirklich nicht. Bin full. 35, 45. Tauschen wir das auch aus. Lief. Sehr schön. Count Manfred von Gotha will be expecting to hear word of it now. Na dann. Let's go. Nach Gotha zurück. Das lief doch ziemlich nice. Ich habe auch. Habe ich Verletzungen größere? Achso, Level Up. So, Tilux hat auch ein Level Up. Oh, warum nur plus 1? Die hätte ich auf jeden Fall ganz gerne. Die hätte ich ganz gerne. Oh. Aber ich brauche die Defense. Auch wenn es nur eine plus 1 ist, brauche ich, denke ich, die Defense. Ja. Nee, oder ja, also plus 2 auf Fatigue ist genauso shit wie plus 1 auf Defense. Also das ist dann wurscht. Ja. Ich nehme die trotzdem mit. Ich brauche die. Brawny für... Ja, der vielleicht. Ja, ja, doch. Brawny, I guess. Armor und Helmet. Weniger Fatigue. 30%. Relentless, dann hätte man mehr Initiative.
reinswitchen. Ja. Bei der ist auch noch relativ niedrig im Level. Könnte ein Student noch gehen, auch wenn es relativ spät ist. Ich werde mal kurz Sono. Plus 2 mit dem Stern, ey. Plus 3. Plus 4 HP. Ja, let's go. Erstmal Colossus, damit er überlebt. Sehr schön. Welchen Skill geben wir dir, Tillux? Du hast jetzt eine 36er Melee Defense. Puff. Du hast ganz gute Rüstung, du hast ein ganz gutes Schwert und du hast und ein gutes Schild. Ich würde dir erstmal Brawny geben, damit du mehr Ausdauer hast, weil 65 ist mir ein bisschen knapp. Und du wirst tendenziell schwere Rüstung kriegen sollen irgendwann mal, das ist zumindest der Plan. Achso, ich wollte eigentlich gucken wegen Verletzungen. Ja, wir haben nur die eine Verletzung ganz am Anfang, die minus Max Fatigue macht, was auf ihm nicht ganz so schlimm ist. Sonst haben wir nur HP-Verletzung. Das ist sehr, sehr geil. Da sind wir auch ohne das Gift ganz gut zurechtgekommen. Ab nach Filzmoos. Bin nicht ganz klar, warum der Typ in Filzmoos rumchillt, aber whatever. No longer has marauding greenskins. Nice. Erstmal einen trinken. Erstmal einheben. So, jetzt ist hier natürlich Verkaufswerte, glaube ich, ja, unter aller Sau. Weil die Disappearing Villages und Unhold Attacks haben. Buying for Timsonmore? Das ist aber eigentlich gut. Disappearing Villages ist halt ein Problem. Hunt down, wo terrorizes Filzmoos. Oder? 880 Crowns. Hunt down Unholds around Filzmoos. Okay, das terrorizes meistens irgendwelche Webknechts. Wie sehr sind unsere Leute im Arsch? Ich glaube gar nicht allzu sehr noch. Eigentlich ganz okay aktuell. Dann können wir, glaube ich, Hunt down, was terrorizes Filzmoos für knapp 1000. Sollte okay sein. Könnten aber Alps sein. At Filzmoos, we come across a man and a woman arguing outside one of the town's buildings. Why do I give you all of it? I'm the one doing all the work, she yells. The man rubs his chin in response. I manage the Mensch. How would you find work without me? The woman, seeing you, turns and asks if you'd sleep with her. She could be shaped like two circles and a triangle, and you'd probably still have a go. Like two circles and a triangle, you'd probably still have a go. The woman throws her hands out. See? Half this world's ready for business if I so much as open my legs. A wannabe pimp asks you to talk some sense into his prospects. Okay, wir haben einen Zuhälter gefunden und seine Hure. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir dem Zuhälter zur Seite stehen und sagen, hey, der sorgt dafür, dass ihr Sicherheit habt. Oder wir sagen, hey, die Hure kann ja ihre eigene Entscheidung treffen. Ich bin ja für Letzteres, aber ich sag mal, in der Mittelalterwelt gab es Gründe, warum es Zuhälter gab, würde ich mal behaupten. Also neben den Kontakten zu besseren Männern, die sie vielleicht irgendwie kannten, würde ich behaupten, das Problem ist halt, dass in so einer Welt, ne, was hält denn die Männer davon ab, dich einfach zu vergewaltigen, wenn du eine Hure bist und dann meistens eh schon keine Ehre hast. Und dann einfach mit abzuhauen, statt zu bezahlen oder sowas. Also, die Welt ist saurau und ich würde sagen, da braucht man schon ein bisschen Unterstützung. Du kannst nicht einfach dann... Ich würde gerne den Frauen mehr Rechte zugestehen und mehr Selbstständigkeit, aber ich glaube, in dieser Welt ist es unsinnig, alleine auf sich gestellt rumzurennen. Deswegen würde ich, glaube ich, dem Zuhälter zustimmen, dass es Sicherheit gibt. Just cause every swing dick wants what's between your legs don't make you safe. The smallest slide can bring out a customer's darker, more violent nature. That's
Right, listen to him. Thinking the prostitute nods before suddenly slapping the pimp across the face. He cries out and rubs the weld woman nods again. This lug is supposed to protect me, really? Good day, sirs. Damn. Thought he had a stronger pimp game. So, ja, Terrorizer Filmus ist meistens bei Nacht, ne? Also müssen wir ein bisschen warten. Kommen wir nochmal dahin, in die Stadt, wo es Nacht wird. Oder dann bei Nacht zumindest zurück. Hier können wir das verkaufen, hier können wir das verkaufen, wenn die Sachen mal los sind. Hier sind Verkaufswerte von 19, das ist ganz okay. Können wir ein paar von den kaputten Schildern verkaufen, diese billigen Bögen. Ah, 92 reicht mir, das können wir verkaufen. Ein paar von den Dolchen. Diese Notch Blades will ich nicht. In den Buckler dabei, um die Preise zu checken. Würde ich ja vermuten. Wenn du sagst, du hast immer einen Buckler dabei. Quiver of Bolts, Quiver of Arrows. Diese Sachen brauchen wir, glaube ich, nicht. Da haben wir noch was, was wir verkaufen können. Ja, es ist mehr wert, wenn es repariert ist, aber wenn die Sachen, der Basiswert des Items mir zu niedrig ist, dann repariere ich es nicht, weil ich dann das Gefühl habe, dass sich das nicht lohnt, weil die Tools und Supplies kosten ja was, die ich dann dafür aufwende, es zu reparieren. Also bin ich zum Beispiel bei dem One-Hand-Sword, was wir hier noch haben und sowas, das würde ich reparieren. Ich habe ein paar Sachen schon repariert, aber ja, das Short-Sword zum Beispiel ist, glaube ich, Basis zu wenig wert, wobei, das geht sogar noch. Ich habe einfach Dinge, die halt zu niedrigen Wert haben, also hier zum Beispiel, wenn ich jetzt der hat 30 Wert, wenn er auf 100% ist, und wenn ich den auf Prozenten kriege, dieses komische Küchenmesser, dann ist mir das auch egal. Ja. Zwischen 7 und 11, je nach Effekt und Szenario. Keine Ahnung, welche Uhrzeit wir haben. Genau, also deswegen, ich repariere eher die teureren Sachen und nicht alles. Jetzt zurück. The Gilder's Gleam must be brighter than ever now. The ancient city has fallen under control of the Southerns. Perhaps the gilded folk will ask the White Ravens to help defend it. Or maybe the old gods will need a bit of proper gumpting and taking it back. Either way, the White Raven is still on the catbit seat of padding its purse. Also bis jetzt haben wir, glaube ich, an der Late-Game-Crisis noch gar nicht teilgenommen. Da müssen wir, glaube ich, mehr in den Süden, I guess. At Filzmus. By walking the streets of Filzmus, you come up in a crowd standing around a hanged man. He must have been some notoriety. The folks are masking one another to try and get the turn to cut a toe or finger of a sort of hanging heirloom. The old man is quickly elbowed out of the mob. He turns to you. Voice raspy, his bony fingers tented like slicky ribs. Und die Tools mit 300 Durability kosten 200 Crowns Listenpreis. Ja, ja. Aber ich habe es nie durchgerechnet, Xan. Ich mache das bloß Pi mal Daumen. Okay, a sell-sort. Ah, ja, of course. I can smell your business. The purchases you have made. Say, would you do a bit of work for me? I need a number of that dead man's fingers and toes. It's for my work. You shall see. I give you 500 Crowns in return for it. Das hört sich fishy an. Ja, Squire needs a particular. Also er gibt uns. Der will irgendwie Finger und Zehen von der Leiche, die am Baum hängt, abgeschnitten haben und gibt uns 500 Kronen dafür. Das hört sich super fishy an. Ein alter Mann mit irgendwie knochigen Fingern und die aussehen wie schleimige Rippen oder sowas? Ne, wie kranke Rippen. Squire needs a particular man's appendages. Crooning shoulder crowd man loves a hacker if here there ever was one. Okay, wir fragen ihn, warum er das will, und der lacht halt nur. Aye, good question. The man earned his walk to the hangman's noose with a penchant for violence and unerring strength to see his desires through.
The thousand fingers of a simpleton won't do. I need a man of unhinged cruelty. And the only one I see right now is swinging by that rope. So, what say ya? 500 crowns. Our thief Rotfeder seems to have an idea. Klingt auf Necromancer, ja, oder irgendjemanden, der irgendwelche komischen, dunklen Rituale macht. Ja, das habe ich auch schon gelernt. Und ich sag mal so, 500 Kronen kann ich mir auch klauen. Komm, Rotfeder. Rotfeder laughs. Hell, this'll be easy. He goes off to the crowd and you lose sight of him in an instant. The old man chews on his gums for a while before raising his voice. This fella, he's one to trust. Before you can answer, Rotfeder emerges from the... Ja, klar, die schneiden ja alle was von der Leiche ab und der klaut es einfach den Leuten aus den Taschen. Viel einfacher, als selber was abzuschneiden. Bin überbelichtet. Oh, danke für den Hinweis. Aber wie ich überbelichtet bin. Uli Muli. So, danke. Aber das ist klar. Rotfeder emerges from behind an old man's shoulder and drops a bloody bandage into his palm. The creepy man unwraps the lines and is covered freshly through extremities. The thief, Maki smiles. Any thief worth his salt learns to pickpocket before anything else. I usually go after keys instead of toes, but a job is a job done. Also picked some of other things of interest. Here and there, take a look. 500 Kronen, 3 Initiative, gets eager. Nice. Ich bin sehr weiß. So, ah, Webknecht. 16 Webknechte müssen aber voll in Ordnung sein, vor allem in der Stadt. Außer, da ist jetzt noch irgendwas dabei, was uns überrascht. Vor allem kommen sie mal alle von vorne und nicht von hinten. Wir können hier hinten, glaube ich, dicht machen. Das sind 19. Okay, sind jetzt noch 3 Eier dabei anscheinend. Wie sie auch immer Eier gelegt haben, während sie unterwegs waren. Ich würde mal sagen, wir schicken euch mal hier hinten hin. Rotfeder kann hier hin. Ich würde gerne noch eigentlich weiter. Oder einer von meinen Leuten nimmt das da ein. Laufen ist halt ein bisschen doof hier gerade. Ja, der wird, glaube ich, gekriegt werden. Der kommt nicht weit genug weg. Kannst das leider auch nicht einnehmen. So, Tillux, du kannst das einnehmen. Ja, jetzt könnten wir... Puh. Das geht. Hm, der Platz ist ein bisschen knapp für mich insgesamt, weil ich noch weiter nach hinten muss. So. Such. Jetzt 16. Nee, das will ich nicht haben, Xan. Das will ich nicht haben. Ich habe bei 3 ja schon aufgegeben, so ungefähr. Ja, ich würde gerade sagen, die kriegen wir uns, glaube ich, alle. Die werden wir fighten müssen an der Stelle jetzt schon. Glück sind aber, also Speere sind unglaublich effektiv gegen sowas, das ist schon krass. Ich hätte dann mehr Leute mit Speeren ausrüsten sollen an der Stelle. Oder hier unten auch eine Spearwall machen. Okay, die scheinen hier rumlaufen zu wollen, hier unten. Erstmal gehen wir hier hoch. 81, 41. Mit seinen Add-ons für 60 Euro erstmal nur das Base-Game holen, dann auf Sale warten für die Add-ons. Also ich sag mal so, Deko, das kommt ein bisschen dran drauf an, ob du das Spiel magst. Ich würde mal sagen, wenn du nicht weißt, ob du das Spiel wirklich magst, dann würde ich sagen, hol dir das Base-Game und probier es aus, ob es grundlegend das Spielprinzip was für dich ist. Wenn du schon weißt, dass du solche Spiele magst und sag mal, es ist ein schweres Spiel und du auch die Herausforderung magst, dann würde ich sagen, insgesamt lohnt sich's. Also ich meine, ich habe jetzt 90 Stunden drin und bin noch lange nicht irgendwie im Endgame angekommen. Also, sag mal, die 60 Euro, wenn du, ne, ich habe so eine Rechnung, 1 Euro pro Stunde, dann hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Wenn die Zeit Spaß macht, nicht irgendwie sinnloser Grind ist. Und der Hinweis, dass es im Humble Bundle im Sale ist, ist ja vielleicht auch ein ganz guter. Also, die 60 Stunden, würde ich sagen, kriegst du schon auf jeden Fall raus aus dem Spiel. Also, so, hier, 81. Zack. Nice. Tja, jetzt müssen wir mit dir noch hier hoch. Da haben wir noch einen Hit. 51.
Nice, direkt zwei schon raus. Sehr, sehr geil. Ja, dir hier oben kann ich jetzt gerade nicht helfen. Oh, upsie. Da habe ich vielleicht nicht gut drauf geachtet. Bis ja hier Dinge passieren. In neuen Keyshop des Vertrauens auch schon. Ja, das außerdem stimmt. Ja, also Danjushka wirft gut. Sehr schön. Ach, Felix trifft aber gar nicht dafür jetzt. Das ist ja eine Frechheit. Und Xan trifft auch nicht. Bei 85 rollt er eine 93, ey. Wahnsinn. Kopf ab. Kopf ab. Yes. Sacred ist so stark, was das angeht. So. Mal sehen, wer hier dran will. So, da ist auch noch nicht. Also hier unten läuft eigentlich ganz gut. Also Webknechts sind aktuell, glaube ich, ganz gut dabei. Sieht gut aus, aber ich bin bei DLCs vorsichtig geworden, wenn ich an CK3 denke. Da lohnt sich nicht jedes Addon und oder Win in Anno 18. Da muss man auch mal nicht alle DLCs. Genau, ich kann mal kurz gleich sagen, was die DLCs. Also, was zumindest der. Es gibt, glaube ich. Moment, muss ich mal kurz gucken. Ich gucke mal kurz nach wegen den DLCs. Was die. Oder jetzt kann ich es mal kurz machen. Hallo? Bei den anderen. Würde ich sagen, mal schauen. 78. Oh. Du triffst echt scheiße, weißt du das? Du triffst wirklich scheiße. Crafting und einiges an anderen Gegnern kommt durch Beast and Exploration. Ja, deswegen, aber das ist, glaube ich, ein DLC. Der ist vollkommen fein, den du später holst und das reicht dann immer noch aus. Gut. Ich muss gleich mal hier runtergehen und hier gleich helfen. Ricky kann wahrscheinlich sich auch schon mal hier reinstellen, damit die Spinne nicht durchkommt. Sehr schön. Ja, Moment, du bist rangekommen. Wir haben hier keinen Attack mehr. Wenn wir da reinlaufen. Wenn wir hier hingehen, können wir werfen. Dammit. Okay, wir machen einen Step wohl nach unten. Und helfen hier mit. Sehr schön. Yes. Yes. Ah, ich liebe Sacred. Muss ich einfach mal so sagen, der ist einfach ein geiler Dude. Okay, aber mein Ben ist irgendwie nicht so ein geiler Dude mit dem Hit Chances aktuell. Oh shit. Sie kommen langsam von hinten, die Schweine. Geht rein und steppt wieder raus mit der Fähigkeit. Ja. Jetzt habe ich halt keine guten Optionen mehr. Doch, hierhin kann ich schießen ohne Probleme. And hits Felix. Chance 55%, roll 10. Ich habe auf den geschossen, der war nicht mal gedeckt. Ich konnte hier genau reinschießen. Der war nicht mal im Weg, Felix. Ach Mann. Das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke. 54%, 54%. Ihr helft euch gegenseitig. Felix macht einfach alles frei, sehr schön. Ricky verprügelt hier unten. So, Xan verprügelt da oben. Richtig gut. Rotfeder da.
Ist doch insgesamt ganz geil. Anjushka dort. Ja, sehr gut. Schlitz, Schlitz. So, Xeli geht mal mit hier zurück. Der muss hier gleich mal mithelfen. Will hier nicht zu sehr verprügelt werden. Schweinerei! Das war kein Kill. Das war nur ein Fast-Kill. Aber wie gesagt, von der Stundenanzahl ist das Spiel auf jeden Fall hat so viel Inhalt, dass man die 60 Stunden da rausholen kann. Was? Was? Moment, was? Webknecht use Backpress beiden, Mrs. Ricky? Webknecht has hit Ricky, Shield verfunden mit one. Webknecht has died. Was? 1083 Schaden durch Geralt. Ich habe irgendwas nicht verstanden, glaube ich. Bam. Schade. 73. Bei 70 gerollt. Zahn 1000 Cards. Jawohl. X. Jawohl. Ricky trifft inzwischen so zuverlässig. Das ist so geil. Ich glaube nicht, dass er... Ich habe keine Waffe, die Blutung verursacht, oder? Doch, ich habe genau eine Waffe, die Blutung verursacht, oder? Nee, doch hier. Ja, doch, kann sein. Slash. Der kann Blutung verursachen. Das ist Sono und Sono stand da unten. Doch, das kann sein. Ja, dass Sono den zum Bluten gebracht hat. So, du hast keine Wurfwaffen mehr. Du scheißt. Wir gehen jetzt mit Anjushka auch in den Nahkampf. Okay, müssen wir doch nicht hinten aushelfen. Mal wieder mit hier vorlaufen. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Ist nur so ein Gefühl. Nur so ein Gefühl. Hallihallo, Sono. Zweihand Greatsword-Typ. Okay. Spinnchen, bleib doch hier. Soll ich denn sonst die ganzen XP da rausholen? Hier geblieben. Guck mal noch, ob hier irgendwo noch Dinge. Da. Oh, da drüben sind noch Eier. Wow, erstes Mal, dass ich join und sagst nicht, ey, du bist gestorben. Ja. Das ist richtig. Sono, du hast gerade eine Spinne gekillt. Durch Blutung, durch Anwesenheit sozusagen. Also stimmt das gar nicht. Bestimmt nicht das erste Mal, dass ich das zu joins und ich das nicht sage. Hier sind immer noch 9, aber sie rennen weg. Hört sich stabil an. Also die mögen nicht gejagt werden weiter. Hier, da kann ich nicht hinschießen. Stabil. Habe ich Haluxan gesagt bei Sono? Jetzt verwirrt er mich. X! Jetzt wird's aber verwirrend hier. Nee, dann gehst du weiter hoch. Hier noch irgendwas. Da noch irgendwas. Ich glaube, die sind weg. Abgesehen von dem da. Nur so ein Gefühl. Die hauen alle ab. Die unmännlichen Spinnen, ey, fangen einfach den Rückzug an. Ich glaube, wenn ich hier eins weniger gelaufen hätte, hätte ich vielleicht sogar hitten dürfen. Ja, hier kann ich nicht eins weniger laufen, um die zu hitten, ne? Nee. Schade. Die sind auch schneller als ich, die Schweine. Also im Wald kämpfen bräuchte ich schon auf jeden Fall den Pathfinder-Skill. Sonst komme ich mit den Action-Points da nicht hinterher.
Ja, ich würde mal sagen, die Map habe ich ausreichend erkundet. Ja, die haut auch ab. Lassen die mal kurz stehen, die Leute. Ihr da drüben könnt einfach stehen bleiben, würde ich sagen. Aha, okay. Weiter, weiter, weiter. Ich will ja nur hier hinstellen. Ich glaube, das ist einfach, der ist eh dann gleich weg. It's over. Kriege ich niemanden mehr. Wo sehe ich denn Damage hier? 200, 500 Damage durch Sacred. Alter Vater. Felix hat nur getankt. Er war nur dabei. Genau, habt ihr Ben schon gefollowt? Wichtige Frage. Danke, Stream Elements. Hält halt nichts aus, ja, aber. Ich bin dann bei Filzmoos. Ah, okay. So, kann ich jetzt bei euch sinnvoll Dinge kaufen? Oder verkaufen? War das Verkaufen das Problem? 220. Wird man halt schon machen, ne? Essen brauche ich mal wieder. 220 Medical Supplies sollte ich wahrscheinlich auch machen, weil das sau günstig ist. Die gibt es häufig, ist oft sehr teuer. Spear Two-Handed Ranged of Two. Das ist, glaube ich, die Stufe 3 Spear. Oder ist das ja der Stufe 2 Spear? Das Spetum. So. Wir brauchen Goblin-Sachen. Ich will eigentlich keine Unholde jagen, deswegen. Würde ich mal einfach sagen, wir gucken mal hier drüben. Weil wir haben jetzt 6 Tage Proviant. Auch insgesamt das meiste davon hält sogar so lang. 6 Tage Proviant, bisschen Tools, bisschen Supplies, Ammunition und 23 Tage Kohle. Wir sollten also eine Weile da drin kurz rumlaufen dürfen. Würde ich sagen. Let's go. Da kommen die Spinnenspuren. Hier irgendwo rumgejuckelt. Gucken wir mal ein bisschen hier rein. Hallo. Oh, what? Auxiliaries, many ancient legionage, overturned mass grave. Ne, dich wollte ich nicht, dich suche ich nicht. Weiß nicht genau, ob die eher im Süden sind. Die Jungs. Ich will nicht durch den Sumpf laufen, danke. Das? Unknown Garrison. Im Nordwesten der Map. Ja, Nordwesten glaube ich irgendwie nicht, oder? Wobei doch, da könnte auch noch was sein, ne? Theoretisch. Ich guck mal, was da drin ist. Also Essen machen. Alleine laufen lassen ist auch nicht gut. Halten das mal fest. Ja, hallo. Wenn man den Step vormacht, kommen sie, glaube ich, näher ran, ne? Kommen, glaube ich, die Geister näher ran. Auch wenn sie als letztes dran sind. Oder auch nicht. Ich dachte, die Geister kommen näher ran. Falsch gedacht. Ha. Ach nee, scheiße. Ja, jetzt haben wir nochmal gewartet, wo wir nicht hätten warten dürfen. Okay, die Geister warten auch einfach ab.
Das ist ja schlecht. Ein 80er nicht gehittet. Xan war auf jeden Fall zuerst dran. Tilux. Werde ich gleich mal versuchen, hier unten rumzugehen. Wenn sie hier rankommen, würde ich sie versuchen wollen zu pieksen. Let's go. Komm halt jetzt erst ran gelaufen, langsam. Müsste halt jetzt hier reinlaufen. Zwangsweise, um sie zu kriegen. Oh, ich will dahin eigentlich. Okay, haben wir einen. Einen haben wir, komm aber hier jetzt nicht mehr weg. Eure Aufgabe ist es nicht, die zu killen. So, da rein. 29, ey. Okay, haben zwei. Sind halt noch zwei übrig. Ihr könnt aber hier rein und da vielleicht noch Dinge tun. Wir werden hier Ricky unterstützen müssen. Oh, was habe ich mit Sono da rein? Ist vielleicht nicht so smart. Also Fernkämpfer kannst du komplett knicken hier. Rein da, Danjuschka. Wir brauchen die Nahkämpfer. Scheiß auf Fernkampf. Scheiß auf Fernkampf. Oh, wir müssen unseren Sergeant hier reinnehmen. Au. Au! Sono kriegt direkt ins Gesicht, ey. 43, komm. Wollte 85, ey. Scheiße. Ah, der trifft trotzdem noch. Chance 33, ey. Ja, jetzt sind die halt an Nummer dran und die beiden Geister, zumindest ein, die beide Geister sind dran, weil einer gewartet hat und einer ist nächste Runde als erstes dran. Das ist so ein Mist. Und nochmal direkt. Ach Scheiße. Ja, das war halt das Problem. Das sagt, der will jetzt nämlich rennen. Phew. Ja. Attack, I guess. Kopf ab, sehr schön. Kopf ist ab. Das ist sehr gut. Das macht uns ein bisschen solider. Wir gehen hier rein und wir rallyen the troops, damit die nicht wegrennen. Nicht getroffen. Scheiße, ey. Muss ich mal verteidigen. Ihr seid im Weg. Alter. The fuck? Die hitten 34er und 22er. The flying hell. Und der trifft halt den zweiten in Folge nicht. Danjuschka ist halt super spät dran, weil er am Anfang der Runde fliehen wollte. Sehr schön. Ach, dammit. Komm schon.
Die ersten zwei sind so easy. Und was bis. Warum treffe ich denn die anderen nie? Ach, come on. Und damit sterbe ich halt jetzt wieder, weil jetzt meine Leute wieder rennen. Ach, Mann, ey. Okay, Fernkampfwaffen kannst du halt nie probieren. Niemals kannst du mit Fernkampfwaffen irgendwas gegen die tun. Also Heavy Range ist richtig schlecht gegen die. Der will halt vor allem wieder rennen. Zum Glück kann er nicht laufen. Das ist das einzig Positive daran da oben. Ach, den dritten erwischt. Sehr schön. Jetzt haben wir noch einen Gegner. Rallyen. Oh shit. Das war nicht smart. Blutung funktioniert halt nicht dagegen. Dammit. So, dass du hoffentlich nicht kreischen kannst. Und ja, wir sind gerade mit Sacred in den Nahkampf gegangen. Obwohl der super wenig Nahkampf-Defense hat. Okay, ihr Fallen Heroes macht Dinge. Das ist aktuell noch ganz, ganz okay. Aber du kannst nur noch attacken. Wartest einfach mal. Take wäre, glaube ich, nicht so smart gewesen. ...95... verschossen! Ben, Mann! Es ist so wichtig, solche Hits zu machen. Und du machst es nicht. Es ist so fucking wichtig, Mann. Puh, wie viel Defense habe ich mit Xeli? 32. Puh, wir könnten versuchen, hier ranzusteppen. Oder versuchen halt den hier, mit dem befreien läuft er aber. Das will ich eigentlich gar nicht. Komm schon. Yes! Alle tot. Alle Geister tot. Das heißt, wir rallyen nochmal oder wir attacken? Sagen wir rallyen nochmal. Ja, glaube ich, gar nicht notwendig gewesen. Uff. Der hier oben hat halt ein Problem. Hat halt keinen positiven Moralcheck aktuell, den man irgendwie triggern könnte. Sono ist schon wieder tot. Alter, warum stirbt denn Sono permanent? Oh, jetzt rennt er da oben. Das ist schlecht. Wo ich gerade zwei in seiner Umgebung gekillt habe. Hör auf zu laufen, Sotilux. Stop running! Oh shit, ich bin dumm. Ich bin richtig dumm. Ich bin Triple und Quadra dumm. Ich habe jetzt eine Runde verballert. Nee, du hast doch das Overwhelm, ne? Du musst eigentlich das hier angehen. Du
warst auch overwhelmed, deswegen nehme dich mal hier hin. Tja. Muss man uns irgendwie da durchböllern. Zählen müssen wir den hier oben. Dass der nicht unserem Sotilux hinterher rennt. Du hast keinen in Reichweite, ne? Dein Juschka, du hast aber noch Wurfwaffen. Let's go. Ich glaube, ich will den hier eigentlich weg haben. Scheiße. Dass ich die 95er alle nicht hitte, ey. Es ist so shit. So ein großes Problem. Hör doch auf zu laufen, Sotilux! Mann! Ah. Overwhelm den. Nimm mal den raus, damit er dort nicht so sehr geflankt wird. Felix hat kein Overwhelm. Doch, hat er. Never mind. Lass mal den platt, damit auf jeden Fall einer weniger da oben attacken darf. Wir müssen auf einem arbeiten. Eine Untotenregion anzugreifen ist schon echt bitter. Keine Ausdauer mehr, scheiße. Sonst hätte ich nochmal attacken dürfen. AP habe ich noch genug, aber Ausdauer nicht. 88. Nice. Er ist doch overwhelmed. Ah, ne, ich glaube, ich will ihm keine 1, 2 Free Hits geben, um hier rauszukommen. Der hat einen Doppel-Overwhelm, hat immer noch eine 40% Chance und köpft mich einfach. Oh. Glaube, ich will das nicht machen. Gebe auf. Brauche eine weiße Fahne. Ich will nicht mehr. Auch wenn ich die Geister jetzt habe, ich will nicht mehr. Es sind so viele tot von meinen Boys. Und das einfach ohne einen Auftrag dafür zu haben. Und die Fallen Heroes, da habe ich auch keinen großen Shit, den ich da rausholen kann. Ich will nicht mehr. Sacred. Nein. I'm sorry, aber den gehen wir nicht an. Ich will eigentlich nur Goblin-Sachen machen, deswegen bin ich ja hier. Eigentlich nur Goblinis töten. Ja, du bist wieder am Leben, Sono. Ja, du bist jetzt nicht gefühlt in jedem Kampf gestorben, sonst. Den wir versucht haben. Also sei froh, dass wir hier nochmal neu machen. Also Geister sind eklig. Halten wir das mal fest. Geister gefallen mir ganz und gar nicht, vor allem weil du die nicht Range wegsnipen kannst. Du kriegst aber immer nur 5% Hitchance auf Geister als Ranged. Das ist richtig doof. Gehen wir mal zur Sandstadt wieder rein. Dann halt doch nicht. Dann war es hier ein Ausflug in die Wildnis, das hat mir gereicht. Hat mir gezeigt, will ich nicht. Könnte hier noch Necro-Servants machen, will ich aber auch nicht. Gehen wir erstmal in die Taverne, ey. Muss reichen, was wir jetzt hier gemacht haben. Zurück in die Zivilisation. Puh. I don't trust the militia here. One time as a band out of the project, they turned tail and ran for it. Okay. Fargy Benfield and his fucking dog. Rug of flea barking day and night. And sunshine can't take much longer. Okay.
Da gibt es keine großen Gerüchte. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, wieder 530 Crowns and Crowns, 2000, when the job is done. I accept your offer. Intercept all southern raiding parties around Sandstadt. Don't let them burn any locations. Southern Raiding Parties. Hört sich eigentlich ganz okay an. Sandstadt sind wir ja sowieso gerade. Safe Campaign. Probieren wir das mal. Accept this contract. Intercept Raiding Parties. News is coming that the Gilded Ones have conquered the Fallen Star. What they plan to do with it, who knows? Ich habe keine Ahnung, wer die Gilded Ones sind. Also Southern Raiding Parties müssten ja logischerweise hier irgendwie aus dem Süden kommen, oder? Ich laufe ein bisschen rum. In dem Fall, dass ich die irgendwie sehr spät sehe. For survival, we need not just the fighters. It appears that with the company growing renown and prestige, there may be other willing to ride a cottontails. Okay. Vielleicht noch einen neuen Platz hier oben in dem freigeschalten. Yes, haben wir. Lookout, Negotiator, Lookout, Side Respect, and Retrieve Tent Information about Footprints. Negotiator, Quartermaster, Recruiter, Scavenger. The Surgeon ist, glaube ich, was insgesamt sehr, sehr viel bringt. Daher würde ich das, glaube ich, mal benutzen, damit die Leute nämlich schneller heilen. Von ihren dicken Sachen. Fairy Champion Slain. Haben Sie noch The Cartographer oder sowas? Hier, Cartographer. Discover a legendary location. Ja, okay. Have allied relation with Noble House or City. Reviews available contracts and active situation in the tooltip of settlements no matter where you are. Ooh. Das fancy. Don't let them burn any locations. Intercept all southern raiding parties. Keine Ahnung, ob hier irgendwas geraidet wird. Ich laufe einfach nur wild durch die Gegend. Wie lange muss ich das machen? Also ich müsste eigentlich jetzt alles sehen, immer wenn ich hier rumlaufe. Was ist für eine komische Auftrage? Hallo? Wie viele Tage ist denn das? Vielleicht soll ich das... Welches? Da! Aha. 13. Hilft uns jemand? Oh shit. Oh shit. Prepare to engage them. Lots of conscripts. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Gegen Südland habe ich nicht so viel gekämpft. Oh, die haben die zwei. Nimble und Quick Hands. Die kriegen wenig HP-Damage. Nimble. Sind die alle Nimble? Die haben alle fucking Nimble. Und Quick Hands. Können wahrscheinlich noch auf irgendwas switchen. Ja, schwierig. Und die haben zweier Range auf alles. Du hast kein Schild, ne? Aber sie haben keinen Dodge. Wir werden hier oben den Highground nehmen müssen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Rotfeder verteile ich wieder die Seite hier alleine. Ah, nee, das können wir nicht machen, weil sie hier drauf stehen können und dann Highground kriegen. Schlecht. War das mal ab? 74. Wirf ins Gesicht. Oh, der hätte aber moven müssen, damit er attacken kann. Stellen wir uns mal hier hin, I guess. Für den Fall, dass wir irgendwie Dinge tun wollen.
Plus auf jeden Fall mal einen ran. Tillux. Wenn du es einen ran, dann geht das glaube ich auch noch. So. Und du machst den. Dann müssen wir nicht da, sondern dahin laufen, um den zu hauen. 91, sehr gut. 95, Batz, raus mit dir. Ja, dann hier 55er, nice. Die haben alle zwei Range, das ist echt ein Problem, weil der kann jetzt nur auf den schon hauen. Soweit ich weiß. Also die müssen wir in den Nahkampf verwickeln mit den Dingern, aber die haben sich schon in Zweierreihe aufgestellt, das ist echt nicht so geil. Darüber kann ich glaube ich nicht schlagen. Ich stehe mal hier hin. Hm, ich will wahrscheinlich den Highground haben mit Ricky. Der wäre eine Spear War viel effektiver gewesen da oben. '69, ja, let's go. Oh, huhuhu. Sonic the Goal. Bloß einfach mal da stehen. Du bist nämlich nochmal, ja, 95, hier, zack. Ich sag nochmal als erstes dran sein. Aua. Schon wieder diese komischen Feuerbums-Kacke da. Ist drei Leute um dich rum, deswegen. Konter hitten. Au, die kann halt hier in einem Range sogar. Ja. Peaks. Das ist schlecht. Aua. Ich habe halt nichts gegen Schilde. Das ist, glaube ich, das Problem hier, was ich hier haben werde. Das ist wahrscheinlich mein Basic Problem. Hallo. Wir müssen mal mit Ricky und so hier ein bisschen aggressiv reingehen. Und mit so noch aggressiv reingehen wäre vielleicht nicht die gute Idee. Da kommt noch mehr ran, denke ich. Ja, und den piekst du halt für nix. Den piekst du halt für nichts. 76, 66, 81. Dann 81, wa? Und wir rollen eine 98 mit Sacred. Ach, scheiße, bist du wieder tot, Sacred, ne? So wie das aussieht. Jetzt haben wir hier natürlich den schon rausgenommen, den wir eigentlich angreifen wollten. 55, 80, 80, weil er keine Shield Wall oben hat, ne? Mmh, 33, ey, das ist doch kacke. 36, 36. Hier treffe ich meine eigenen im Zweifel. Deswegen würde ich mal eher auf die da unten gehen mit 36. Oh, hat getroffen, geil. Aua. 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 Killt Xan, der Dritte. Das ist irgendwie... Heute will ich mir aber richtig hart ein reinwürgen gefühlt, oder? Hä? Hey. 24er treffen die halt die ganze Zeit, Mann. Ignoriere den Kopf. So, weg mit dir. Ja, die sind auch immer vor mir dran. Dann hilft mir mein Overwhelm halt genau nichts. Ja, vor allem werde ich frustriert.
dass ich nicht an die hinteren rankomme. Nicht genug Defense auf meinen Leuten. Noch ein, noch einen Wurf. Das ist irgendwie Quatsch. Dann gehe ich hier rein. 23? Shield Wall und Confident. Hm. That's a problem overall. 46, 58, 48, 61, 81. Ach, das hat sogar funktioniert, ey, da rauszugehen mal. 53, 56. Ey, Kopf getroffen. Wenigstens mal ein bisschen was. Aber jetzt ist der nächste gleich dead, sobald ich da drin stehe. Gefühlt. ...46... ...28... ...28... ...46, das ist der eheste. Die ich irgendwas treffen könnte. Ja, die Hämmer sind halt übelst bitter. Ja, ich rallye leider den und nicht den. ...51. Gold eine 70. Heute ist... Nein, ich habe keine Lust, so viele Leute zu verlieren. Letzte Woche lief es so gut und heute ist einfach alle, überall der Wurm drin. Scheiß auf Raiding Parties. Wir kriegen hier 1000. Da müssen wir mehr kriegen. 1100. For the tracks, return demonic statue. Dann nehmen wir halt das. Das hört sich besser an. Habe ich schon mit Leuten? Oh, hatte ich schon. Ja gut. Also wir jetzt besoffen am Track suchen. Da sind die Tracks. Hätten wir wahrscheinlich mit den Milizias mitgehen sollen. Insgesamt. To Arms. Das sind ganz normale Brigands. Das ist doch jetzt mal ein Aufbaumatch wieder, oder? Wir nehmen den Höhenvorteil. Auf jeden Fall. Mit denen, die mich nicht haben. Also bin ich gerade sehr frustriert. Dass sie... Ich treffe 40er bis 80 bis 95er nicht und sie treffen die ganze Zeit die 20er. Was war das jetzt wieder für einer? Ein 31er. Das war ein richtiger 31er, ey. Ja. Und ich treffe die 56er halt nicht. Also das ist irgendwie... Das fühlt sich nicht fair an. Das ist, glaube ich, das grundlegende Problem. Das fühlt sich sehr, sehr nicht fair an, wenn man seine eigenen optimalen Bedingungen schafft und man trotzdem verliert. Und das Spiel einfach sagt, nope. Du gewinnst das nicht. Ich glaube, ich habe das grundlegende Problem, das viele mit dem Spiel haben. So insgesamt. Ja, unlucky, das ist sowas von unlucky. Ich meine, wer hat 95er nicht zu treffen? Ist halt einfach nur eine Frechheit. Und ich habe noch keine gute Idee gefunden, wie ich gegen diese südländischen zwei Range-Gruppen ankämpfe. Wahrscheinlich muss ich mich da auch deutlich weiter auseinanderziehen, damit ich in ihre Backline kann. Weil die ja keine Schilde und nichts haben. Entsprechend sollten die eigentlich schwach an Defense sein. Ja. Eigentlich und so. Wo ist der Tillux? Ne, geh mal hinten rum. Du kannst den beiden Sacred beschützen, würde ich sagen. Geh mal hier hoch. Road Fader. Schon. Auch mal in die Richtung. Mal sehen, was hier angelaufen kommt. Puff. Ja, lass mal. Ben ist erstmal ganz oben, sehr schön. Für den Range-Dudes ist das immer sehr, sehr wichtig, dass sie sehr weit oben sind. Hier 65, 59.
63, Range tut. Ah, schade. Oh, ich hätte ihn vielleicht noch eins wegsetzen sollen. Statt stehen zu bleiben. Aua! Ich glaube, es hakt. Oh, der kommt ran. Der kommt ran. Weg mit dem Korb. Wenn er keinen Kopfschutz hat, ist er da ein gefundenes Fressen. Geht's runter. Sotilux, supporten Sie. Oh, Xan an der Stelle ist schlecht. So, Felix nimmt das. Wartet. Und Felix geht mal auch mit hier nach vorne. Gehen wir hier hoch. Wartest. Spearwolst. Hast du mich nicht getroffen? Hm. Gut. 75. Let's go. Dann einen Schritt ran. Deswegen sage ich ja, der Höhenunterschied ist super wichtig. Ist eigentlich eventuell ein Ticken zu dunkel? Bisschen dunkel bin ich. So, ist natürlich ein bisschen hübscher. 62, 63, 65. Und einen Schritt nach vorne. Das meinte ich. Da ist Xan, glaube ich, an einer schlechten Stelle. Wo ich ihn dahin gestellt habe. Zack. Schlitz. Hau den mal weg. Dann gehen wir hier mit rein. Ah, kommst dran. Ja, sehr gut. Da ist noch Platz. Hallo. Schlitz. Und Ricky müsste den aber eigentlich erwischen können. Hier, halt den mal fest. Der soll mal nicht hier irgendwie komische Dinge tun. So, du kannst mal hier hin. Wenn der nicht mehr schießen kann. 79er, ich roll halt 92, also ist schwierig. Dafür treffe ich dann den 62er, den 61er. Nice. Mach mal nicht gegen mein schönes Schild. 85. Batz. Nice. Ups, das war das Falsche. Ich habe doppelt 2 gedrückt. Kann ich nicht meinen treffen, ne? Da hinten ist viel besser. Oder den. 59, 60. Nehmen wir den da. Zack. Und einen Schritt ran. Aua. Trifft sogar Ricky, ey. Diese Hacken sind schon echt eklig. 49, 69. Wie komme ich denn hier lang? Gar nicht gut. Ich kann mich nur hier hinstellen, um den zu hauen. Mit Sono, das will ich nicht. Ja, aber XCOM. So wie ich das verstehe, hat XCOM ja so ein eingebautes, wenn du wenig getroffen hast, triffst du eher. Also die haben ja im Hintergrund noch ein bisschen Korrektursachen, damit es sich besser anfühlt. Aber soweit ich weiß, hat Battle Brother das nicht. Und trotzdem, hier sehe ich sogar, was gerollt wurde. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass hier hart gegen den Spieler gecheatet wird. Das finde ich eine Frechheit.
So, Ricky verprügelt mal wieder ein. Sehr schön. Kann doch von da oben den noch angreifen, oder? Yes. Hix! So, der hat keinen Bock mehr. Finde ich gut. Ne. Ich will mich nur hier runterstellen, damit ich besser in Deckung vor dem bin. Nimble Tanks sollten HP skalieren, sonst bringt Nimble irgendwie nichts. Ja, das ist richtig. Nimble Tanks sollten HP skaliert haben. Ist das irgendwie Quatsch? Das ist korrekt. Nee, lauf mal komplett. Ups, falsch. So. Du bist noch da. Schade. Der alte Mann da mit dem Messer, ey. Könnte auch ein Roman sein. Der alte Mann und das Messer. Tü. Hallo. Und hat auch nochmal zugeschnitten. Hallo. Ich finde es nicht gut, dass ich meine Leute die ganze Zeit beschießen. Finde ich eine sehr unkollegiale Variante. Ich helfe mal damit. Wenn es dem weniger gut geht. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Hat bei mir nichts korrigiert. Ich habe immer nur auf die Fresse bekommen. Fühlt sich ähnlich wie in Battle Brothers bei euch aussieht. Nee, was? Der Mackie hat ein Messer. Nee, XCOM hat tatsächlich eine Mechanik, das haben sie irgendwann bestätigt im Hintergrund. Selbst wenn du nur 95% da machst, wird das irgendwann schief gehen, damit. Und du sind. Also über 95% ging, glaube ich, bei XCOM auch nicht. Und andersrum aber auch, wenn du viele 70er machst, die daneben gehen, durch Zufall korrigiert es im Hintergrund, wenn du den nächsten 70er machst, sozusagen die Prozentchance immer weiter nach oben, je mehr daneben geht. Und je mehr du triffst, korrigiert es auch im Hintergrund die Prozentchance sozusagen immer wieder nach unten, bis nur wieder einer daneben geht. Also, um das irgendwie auszugleichen, damit es sich interessant anfühlt. Das haben sie. Das ist soweit, ich weiß, bei Battle Bros. Aber wie gesagt nicht der Fall. Deswegen sollte das hier eigentlich nicht so das Problem sein. Ey! 2,58er gemisst. Statistischer Quatsch. Und er trifft. Mit einem 5er Chance. Das ist halt. Das kannst du halt kein Geheim erzählen, ey. Hier kriegt man einen 85er ins Gesicht, du Sau. Und der 62er hinterher. Muss man für mich nicht machen. Eher haben sie gemacht, damit das Spiel interessanter wird, weil sie, glaube ich, sonst meinten, bei 95% hast du es sonst zu gleichförmig, sind die Treffer zu sehr garantiert. Das ist, glaube ich, so das Ding gewesen. Weshalb sie das gemacht haben. Ich glaube, du schaffst das. Wir müssen uns hier um die Letzten kümmern. Und ich hoffe, dass es Battle Brothers nicht macht, aber das weiß ich nicht genau. Schön. Laufen noch ein bisschen. Okay, hat auch keinen Bock mehr. Wer ist dran? Du bist dran. Und Ricky trifft leider wieder nicht. Aber 52 ist auch nicht so viel. Felix trifft noch einen. Sacred braucht, glaube ich, eigentlich keinen XP mehr jetzt abgatheren. Du brauchst eigentlich auch nicht. Bogen, Armbrüste oder Handcannons? Ich kenne Handcannons nicht, deswegen sage ich mal, du musst Bögen spielen. Ja, das hört sich sinnvoll an. So, Tilux hätte auch gerne noch XP. Dankeschön. Ist das nicht öfters so ein Spiel mit einer Wahrscheinlichkeit, dass Spiele eine andere Erwartung an ihren Roll haben, als was am Ende passiert, deswegen das öfteren Spiele da heimlich grün? Ja, also auf jeden Fall. Bögen darf ich, nice. Es sind bis zu 3 Angriffe pro Runde. Also, ja, der Gott, das ist auf jeden Fall so, dass das psychologisch es so ist, dass Menschen bei 70%. Oh, nice, ein Arming Sword. Wenn Menschen bei 70% schon eine relativ hohen Siegwahrscheinlichkeit erwarten oder Treffwahrscheinlichkeit.
im Gegensatz zu dem, was es wirklich ist, ist halt 30%, ist immer noch, dass es schief geht. Da hast du schon recht, psychologisch ist da eine Schwierigkeit drin. Ja. Deswegen machen die das häufiger mal.